Julius und Petra mit Bench voran machten sich auf den Weg die Leiter hinab und hin zur Bibliothek. Petra, kannst du mal ein bisschen langsamer machen? Du drückst mir voll deinen Hintern ins Gesicht. Vorsicht, ich muss da auch noch mit drauf, ja? Nein, warte bitte, bis ich unten bin. So, jetzt haben wir es doch geschafft. Siehst du, sogar der kleine dicke Julius hat es hingekriegt. Mensch, das war ganz schön steil. Wo geht's denn? Ach, da vorne ist die Bibliothek. Ah ja, da brennt auch Licht. Na, dann gehen wir doch einfach mal rein, würde ich sagen. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Wer sind Sie denn? Aha, Sie sind sicherlich Karin, oder? Wir sind die drei Xe. Julius, gib mir doch mal eine Karte. Ja, einen Moment. Ich bin übrigens Julius, das erste X, und Bench, gib du doch mal unsere Karte raus. Ich habe gerade keine. Ja, Sekunde. Hier. Sind Sie sicher, dass das eine Visitenkarte ist? Moment, geben Sie noch mal her. Ah, nee, das sind meine Briefwahlunterlagen. Aber man darf doch nur zwei Parteien wählen. Ja, aber wir sind die drei Xe. Ach, scheiße. Ach, Bench. Also, Sie sind sicherlich Karin und wir sind Sie, die drei Xe. Wir sind ein Detektivbüro in den Ferien und... Wie in den Ferien? Du nimmst das überhaupt nicht ernst, Petra. Ach ja, komm mal ehrlich. Sie sind nicht die Handwerker. Nein, wir sind nicht die Handwerker, ganz offensichtlich. Ich meine, der Fette und das Mädchen. Aber die sollten doch schon vor 3 Tagen hier sein. Naja, also auf jeden Fall hat Dr. Hodenschrot uns angerufen, weil er hier einen seltsamen Brief erhalten hat. Und darin steht ein Hinweis auf die Bibliothek. Vielleicht können Sie uns ja weiterhelfen. Also wissen Sie, ich habe schon immer in dieser Bibliothek gearbeitet, aber der Dr. Hodenschrot hat ganz besondere Anforderungen. Ich muss diese ganzen Bücher neu sortieren und das nimmt schon eine ganze Weile in Anspruch. Okay, und nach was möchte er die Bücher sortiert haben oder nach was sortieren Sie die jetzt? Nun, das ist ein wenig ungewöhnlich, aber er hätte die Bücher gerne nach Geschmack sortiert. Nach Geschmack? Warum das denn? Ja, also wissen Sie, der Großenkel von Herrn Hodenschrot, er pflegte seine Bücher immer in ganz bestimmtes Holz binden zu lassen. Okay. Das schmeckt unterschiedlich? Die eine Hälfte der Bücher ist komplett in Latschenkiefer gebunden. Und ist Ihnen beim Sortieren etwas Besonderes aufgefallen, Karin? Nun, dieses eine Buch schmeckte seltsamerweise nach Fichtennadeln. Mhm. Okay, und wo steht das jetzt? Können wir uns das mal angucken? Kommen Sie einfach mit. Oh, ist es das da, dieses auffällig große Braune? Das ist eine ganz schön dicke Schwarte. Also das Buch, nicht Karin. Wobei. Okay, das Wie heißt das Buch denn? Das glaubt ihr mir nicht. Das ist Jacks Behufen und Ausweiden. Wer schreibt denn sowas? Pavlo Manolo? Okay. Komischer Nachname. Okay, steht da irgendwas Peruana. Interessantes drin? Oder? Ich blätter das mal eben kurz durch. Lass mich raten, es geht hauptsächlich um Jacks. Ja. 150 Seiten Hufpflege. Und da ist... Au, fuck! Da ist irgendwas rausgefallen und mir auf den Fuß. Was ist das denn? Moment, ich heb's mal auf. Das ist eine kleine goldene Krabbe. Was? Ja, was? Hier so ein kleiner Taschenkrebs. Was hat die denn in einem Jackbuch zu suchen? Das macht echt überhaupt keinen Sinn. Keine Ahnung. Ob uns der geheimnisvolle Brief da vielleicht weiterhelfen kann? Ein kleiner Augenblick, ich hab den ja vorhin eingesteckt. So, da war doch auch irgendwas. Ja, der güldene Glanz hilft nicht allein. Die richtige Uhrzeit muss es sein. Kann man vielleicht eine Krabbe irgendwie auf der Rückseite eine Uhrzeit einstellen oder so? Nee. Die ist einfach nur. Das ist einfach nur so eine kleine goldene Krabbe. Sagt mal, habt ihr zufällig auch Hunger auf Meeresfrüchte? Heute Morgen beim Kraken All You Can Eat. Ja, heute Morgen. Aber sagt mal, als wir reingekommen sind und zum Kaminzimmer, ist euch da nicht auch dieses große Aquarium in der Haupthalle aufgefallen? Stimmt, auf der linken Seite, ne? Hast recht. Und da wir momentan keine bessere Idee haben und, ich meine, Wasser, Aquarium, Krabbe. Probieren wir aus, würde ich sagen. Wollen wir einfach mal zurückgehen? Müssen wir jetzt diese Kackleiter wieder hochsteigen? Befürchte, ja. Danke, Karin, dass Sie uns geholfen haben. Bitte sehr. Ja, dann... Würde ich vorschlagen, der Bench geht mal wieder zuerst, ne? Ja, macht am meisten Sinn. Der dicke Junge kommt als letztes. Ja, dann fallen wir im Zweifelsfall auch weich, finde ich super. Okay, ich gehe mal vor hier. Ja, jetzt kletter mal ein bisschen schneller, bitte. Ja, nun hetz mich mal nicht. Was war das? Habt ihr das auch gehört? Ja. Was war das denn? Was ist denn das für ein Geräusch? Bench, guck mal nach, wo das herkommt. Warum wird's denn auf einmal... Was ist denn das da oben im Schacht? Oh Gott, das ist ein riesiger